Hallo, mein Name ist Nicole Groß, ich bin Verwaltungsleiterin und ja, ich habe neben meiner wissenschaftlichen Karriere, neben meiner Promotion angefangen, hier in den zentralen Bereichen zu arbeiten und darüber werde ich gleich ein bisschen was erzählen. Dass ich ins FZI gekommen bin, ist einer unserer Direktoren maßgeblich mit für verantwortlich, das ist der Herr Willi Stark. Und die Möglichkeit, in die zentralen Bereiche wechseln zu können, da trägt natürlich auch unser jetziger hauptamtlicher Vorstand eine sehr, sehr maßgebliche Verantwortung und ja, meinerseits auch ein ganz, ganz großes Dankeschön, dass ich da bin, wo ich heute bin, dass ich weiterhin die Möglichkeit habe, in der Stelle als Mami weiter arbeiten zu dürfen, was auch nicht selbstverständlich ist. Und auch ja, zukünftig auch meine Karriere und mein Leben hier am FZI in der Form gestalten zu können, wie ich es aktuell mache. Eine große Familienfreundlichkeit, die das FZI bietet, ist das Thema Flexibilität, die wir hier in einer enormen Form wahrnehmen können. Flexibilität heißt, wir haben eine Vertrauensarbeitszeit am FZI, wir haben keine Vorschriften, wann wir beginnen zu arbeiten, ob wir vielleicht auch zwischendurch mal aus welchen Gründen auch immer die Möglichkeit haben, ja, Veranstaltungen vielleicht auch mal wahrnehmen zu können. Was ich auch sehr gut finde bezüglich des Themas Familienfreundlichkeit ist, dass wir jetzt einen Arbeitskreis gegründet haben, nennt sich Mitarbeiterbindung und im Rahmen dieses Arbeitskreises ist uns auch das Thema Familienfreundlichkeit ein sehr wichtiges Thema. Das heißt, es wird gemeinsam mit Mitarbeitern des FZI, gemeinsam mit Eltern tatsächlich auch daran gearbeitet, dass wir Stück für Stück auch immer mehr Möglichkeiten schaffen, dass man sich als Mami oder Papi hier am FZI auch sehr gut integrieren und auch wohlfühlen kann. Was ich schätze, sind insbesondere die Freiheiten, die wir hier am FZI genießen. Die Freiheiten, dass jeder Einzelne von uns mitgestalten kann, dass wir eigeninitiativ unterwegs sein können und ja, dass wir tatsächlich Dinge, ob es jetzt unsere eigene Arbeit betrifft oder das gesamte Haus, wie einzelne Prozesse ablaufen, wie das Zusammenspiel ist, mit beeinflussen, mit verbessern können, optimieren können. Dass wir ziemlich weit vorne mit dabei sind, dass wir versuchen natürlich immer im Puls der Zeit oder sogar ein Stückchen voraus zu sein, das ist was, was klasse ist und dass wir immer in Bewegung sind, also wir stehen nicht still, das ist was, was ich wirklich sehr schätze.